Hallo und Servus. Heute eine weitere Folge GTA 5 im Story-Modus mit Franklin. Und zwar starten wir heute die zweite Mission mit Franklin. Und zwar müssen wir dazu ins Autohaus zum Simon, von dem wir jetzt dann hoffentlich gleich einen Anruf kriegen. Franklin, I was going down, huh? The market, my boy. Liquidity's a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. All right, dog. I'll be around when I get a chance. So, dann werden wir gleich zu ihm fahren. Und hoppla. Und die Mission machen. Schießt dann auf mich. Wir haben auch noch keine Waffen. Er ist schon weg. Hey, what's up, Simeon? My dear boy, so good to see you. So good. Hold me. Yeah, look, man. Look, we've been working together for about a few months now, right? Which is why I am very honored to announce to you that you our employee of the month, huh? Anyway, congratulations. Na bitte, Mitarbeiter des Monats. Yeah, me, Lamar, your nephew Sacha with the Twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changes. I tell you what, my boy. You tell me exactly what you want and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow, together, I never had a black son. But if I did, I want him to be just like you. Knock, knock, niggas. Hello, Lamar. What's up, homie? What's up, homie? What's up, dog? Franklin here has been awarded Employee of the Month. You fucking with me, right? Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this employee of the month shit, homie. I'm sitting up here trying what to get us. What you mean, fuck this employee of the month shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it that needs to say winner. Ja, war klar, dass das im Lamar nicht taugt. Fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing. Just a bike. Hasn't made a payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, employee of the month. Man, fuck you and come on. Man, he's about a yes master ass nigga. What we waiting for? Magellan Ave, nigga. Na gut, dann werden wir uns das Motorrad holen. And you still rolling with that old raggedy ass here? Dann nehmen wir den da. Shit is enough to get us shot right there. Hey, wasn't that motherfucker who took the bike? La Abwechslung für die Autos. With the tattoo on his face and shit. Yeah, that was. Müssen da jetzt zum Strand runter. Und dort ein Motorrad holen, was nicht gezahlt worden ist. Also wo die Raten nicht gezahlt worden sind. In your case, I ain't so sure about that. Man, step up, nigga. Of course this dude real. Who else gonna have to require a surplus of paper and deficiency of brain cells? He just put a dub down on this bike. 20 G's? With a 3G note? Damn, that motherfucker must be tricked out, dog. Man, this whole setup designed to take drug money. All right, man, look, we go in quiet. In and out, no fucking drama. I'll try, homie, but I'm one loud, dramatic, brass, crazy, greedy, shoot a motherfucker in the back type motherfucker. And you love me for it, nigga. Yeah, that's right, homie. None but love, nigga. That Simeon a funny dude, though. It's gonna be a shame when we get to book his ass and jack him off. Ich fahr ohne Controller, also ich fahr jetzt mit der Tastatur. Normalerweise, wenn ich in einem Auto sitze, nehme ich immer einen Controller zur Hand. Da habe ich aber vergessen zum Einstellen. Und ich beim nächsten Mal dann machen. So, wir sind jetzt da vor Ort. Wir müssen da reingehen und das Motorrad suchen. Think this crazy motherfucker wants something.
Hey, what's up, homie? You all right? No, wait, wait! Away from me! We're for Zappo agents! Yeah, you thought I was gonna hit your bitch ass, huh? Drunk ass nigga. Ich glaube, wir sollten da hinten bei den Garagen sein. What's wrong with you, homie? Man, why I gotta have a lazy ass homie like your motherfucking ass? Hey, look, let's keep it smooth, homie. Man, your pussy the only thing that's smooth up in this shit. Man, what exactly did I do in the past? Und offen zur Katzen herum. This is a routine lick, dog. Chill. Do them Vagos look routine? This is a shady ass alley. Shit, we in Vespucci Beach. We on the wrong side of Vespucci Beach. You should know a block makes a difference. Hey, 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 hold up. It's in one of these lockups. Das ist nicht drin. Das ist mal der Weste. Waffen haben wir übrigens noch keine. Man, ain't this about a bitch? Ain't no motherfucking bike in here, man. No shit, nigga. Im Hintergrund habe ich schon gesehen, kommen Gangmitglieder. Hola, SA. So you trying to creep up in here, man? Yeah, you saw this motherfucker? Oh shit, yo, yo. Oh shit! Okay. Jetzt gleich zur Sache. Da liegt eine Pistole, die wir mal schlafen. Headshot. Nächster Kopfschuss. Jetzt nicht. Und da unten ist noch einer. Nächster Kopfschuss. Somebody tell them niggas it's a legal repossession. You make friends wherever your ass go, nigga. Der lebt noch. Good looking, homie. Up there, to the right. Up there, shoot that nigga. Bust his ass. Da ist noch einer. Over there! They coming out that door! Hit that car and try to get out of here! How many they got? Damn! Shoot the gas, homie! You still breathing, homie? Das sollten gleich alle gewesen sein. Ja. Man, we only came here for a bite. And that a motherfucker is right there. Hey, nigga, come here. We got your pink slip. May as well get this shit done. Ah, da ist davon gerade weggefahren mit dem Motorrad. Müssen wir uns jetzt schnappen. You crazy motherfucker. Why we have to pop all them people? You was there too. Correct me if I'm wrong, but you shot more of them than I did. Yeah, but you started this shit, stupid. Motherfuckers getting away from us. That's because he's sitting on 140 cubic inches right there, nigga. Oh shit, Professor, you're right. Da vorne haben wir schon die Rücklichter gesehen vom Motorrad. We flying now. Pop that fool. We need him on his ass so we can get what we came for. What? What's that? Man, you lost him already. That's a monster fucking bike you riding, stupid. Don't get careless. Oh mein Gott. Mit der Tastatur fahren ist für mich sehr schwierig. Dog, we gotta lay low. Get the bike and meet me at the car wash on Innocence. Okay, fahren wir mit dem Motorrad. Be cool, my nigga.
Das Motorrad ist auch modifiziert. Das ist ein alter BMW Chopper. Dieses Motorrad wird auch zu einem Zweitfahrzeug von Franklin, also zu einem Standardfahrzeug. Wie schon erwähnt, habe ich einige Autos ersetzt in GTA. Da zum Beispiel, da haben wir, hoppla, da haben wir einen Renault Clio stehen. Da steht noch einer. Ich werde euch die im Laufe dieser Missionen, werdet ihr die alle sehen, die ich drinnen habe. Vielleicht durch auch dann wechseln, dass nicht immer die gleichen Autos drin sind. Aber das Auto von Franklin und das Motorrad, die bleiben. Also der BMW Chopper und der Nissan GT-R, die bleiben als Standardfahrzeuge. Ja, kurz vom Ziel, vom Motorrad runtergeflogen. Dankeschön. Man, I can't hang with your ass for a while, bro. You a psychopath. You done finally fucking lost it. Nigga, that's that Apache blood in me, homie. You ain't lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead man, big sitting chief asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'ma keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. You fucking tell him, you fucking moron! Gut, diese Mission bestanden. Und ich würde sagen, das war's wieder für diese Folge. Geht dann beim nächsten Mal weiter mit der nächsten Mission, die uns Simon gibt. Und ja, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen, Beschwerden, was auch immer ich habt, in die Kommentare schreiben. Ihr könnt auch uns gerne auf unserer Facebook-Seite besuchen und uns dort schreiben. Ansonsten Daumen nach oben da lassen bitte, wenn es euch gefallen hat, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.